Ja, einen wunderschönen guten Abend zur heutigen Live-Sendung. Schön, dass ihr mit uns seid. Wir hoffen, dass ihr rechtzeitig die Information bekommen habt. Heute schon etwas früher als gewohnt. Und ja, ansonsten gibt es ja die Möglichkeit, das jederzeit auch in der Wiederholung anzuschauen. Wir haben wieder mal einen Gast auf der grünen Couch, wo wir schon länger nicht Sendung gemacht haben. Unsere berühmte grüne Couch, wo wir schon viele, viele Gäste hatten. Und ja, ich begrüße dich, Tobias Sachtleben. Genau. Und du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht, was jetzt auch ja, immer mehr viele beschäftigt. Also ich weiß, im Umkreis gibt es viele, die ja einfach neue, erneuerbare Energien. Also es geht um Wasserturbinen und Wasserenergie. Und das, was ich so, ich spicke mal, rausgefunden habe, also das Spezialgebiet sind Kleinwasserkraftanlagen. Die so ja. Europaweit anbieten wollen. Anbieten, ja. Ne? Und wo es um die Vermarktung geht. Ja. Genau. Und ja, erstmal überhaupt, ja, erstmal vielleicht zu dir was, ne? Und wie du zu diesem Thema gekommen bist. Ja. Ja, das ist eine interessante Frage, weil das Ganze findet ja unter einem Dach statt. Mhm. Dach ist der Name, das ist Green Heritage. Mhm. Wir haben drei Unternehmen, das ist die Green Heritage Wasserkraft GmbH, die baut diese Wasserkraftanlagen. Dann haben wir die Green Heritage Foundation, das ist eine gemeinnützige GmbH, die kapitalisiert diese Anlagen und bietet Engagements für Stiftungen an, das Stiftungskapital in regenerativen Energieanlagen Renditen erwirtschaften kann, mit denen die Stiftungen dann ihre Zwecke erfüllen können. Und das dritte ist die Green Heritage Technologie und Naturschutz Stiftung, die entwickelt Techniken, die vom Ansatz her zuerst mal fragen, wie funktioniert die Natur, was braucht die Natur, und dann wird der technische Ansatz, also in dem Fall die Turbine oder ein dezentrales Biogasanlagensystem, entwickelt entlang der ökologischen Vorgaben, die von der Naturgegebenheit herkommen und nicht den umgekehrten Weg, dass man einfach eine Technik sich einfallen lässt und sie dann mit Gewalt in die Natur hineinsetzt. Also wir kommen da von der anderen Seite her, wir schauen erstmal, wir spüren erstmal, wir lernen von der Natur und versuchen die Naturgesetzmäßigkeiten in diesen Green Heritage Unternehmungen umzusetzen. Das heißt, ihr forscht da selbst auch mit oder gibt es auch für euch gewisse Vorbilder? Also, es gibt sehr viele Menschen, die in dieser Gedankenwelt unterwegs sind. Es gibt viele Visionäre, es gibt viele Menschen, die diese Sehnsucht in sich spüren, dass unsere Kultur ja nicht darin stehen bleiben kann, möglichst große Bauwerke einfach blindlings in die Welt zu setzen, ohne dass das interagiert, ohne dass sich das einbettet in das, was einfach das Umfeld will. Die Sehnsucht nach integralen Ansätzen, die den Naturansatz aufgreifen, die die Einbettung in die Schöpfung aufgreifen, die ist als Zeitgeist überall wahrnehmbar und drückt sich in unendlich vielen unterschiedlichen Dingen aus. Sehr, sehr, sehr viele. Und bei mir ist es so, ich stamme aus einer Familie, die aus einem anthroposophischen Umfeld stammt. Meine Mutter hatte einen riesigen Garten, ich war also immer mit Blumen und mit Komposthäufen konfrontiert und mit Regenwürmern und mit Erde, 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 und das ist einfach meine Heimat und dieses geistige Umfeld. Mein Vater war Kinderarzt, der war dann auch sehr ein intuitiver Mann gewesen. Ich war von Haus aus sehr mit Natur und mit integrativem Denken und Fühlen auch beschäftigt. Und so bin ich ein Kind dieses Zeitgeistes, das versucht, diese integralen Ansätze, diese naturintegrierten Ansätze, technisch, ökonomisch, von den Wirtschaftsmodellen her und von der Art, wie wir arbeiten und wie wir denken und wie wir Intelligenz einsetzen wollen, umzusetzen. Wenn du von mir sprichst, also ihr seid ein Team? Wir sind ein Team, wir sind 7 Leute mit assoziierten Menschen, die uns zuarbeiten, Ingenieurbüros oder Gutachter oder Baufirmen oder Turbinenhersteller oder die GLS Treuhand. Mit der GLS Bank zusammen ist zum Beispiel eine Institution, mit der wir zusammenarbeiten, weil da das verstanden wird, wie unser Ansatz ist und wir da auf sehr kompetente Partner gestoßen sind
Und das ist mit diesem Wir-Feld gemeint, dass es einfach Menschen sind, die diesen Zeitgeist kompetent und professionell versuchen, in lebbare und wirtschaftlich funktionierende Strukturen umzusetzen. Und du bist so der Initiator dessen? Ja. Ich habe vor 15 Jahren diesen Namen Green Heritage angemeldet als Marke, sogar in den USA, und hatte damals noch nicht den Hauch einer Idee, was da entstehen sollte. Und vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hat es unter verschiedenen Umständen Klick gemacht und auf einmal war ich sozusagen on track. Ja, ich hatte keine andere Chance mehr, als wie dieser Spur zu folgen, und das mache ich mit wachsender Begeisterung. Wobei das durchaus immer wieder auch sehr herausfordernd ist. Also das heißt, es ist nicht nur ein, okay, jetzt habe ich geforscht und mache und jetzt produziere ich da, sondern es ist ein ständiges Wachstum der Stiftung, des Vereins oder des Teams. Der Gesellschaft. Der Gesellschaft und deine eigene. Das ist sehr stark mit eigenem Wachstum verbunden, weil wenn man etwas tut, das noch nie jemand getan hat, stößt man überall auf Barrieren, ob es der Steuerberater ist, der nicht versteht, was du machst, oder wenn das irgendwelche Banken sind, die nicht verstehen, was du machst, oder wenn das irgendwelche Ingenieurbüros sind, die mit einer Art, mit Dingen umzugehen, nicht klarkommen. Das erfordert immer wieder dieses Heranwachsen an diese persönliche Überzeugung und der eigenen inneren Spur zu folgen, wissend, dass man unterstützt ist, dass also, wenn man eine klare Vision hat, kommt sehr viel kreativer Input auf einen zu, der sich dann auch in eleganter Art und Weise umsetzt. Und in den Momenten, wo es einfach das ist einfach manchmal mühsam, gibt es bestimmt Wellen und die Momente, und hast du das Gefühl, es gibt immer wieder Zeichen oder Schübe, wo du sagst, ja, es ist, ich komme gar nicht umhin, das zu tun. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass es einer der eigentlichen Prozesse ist, dass man so, ich bin seit 25 Jahren Unternehmer und man kommt immer mit so einem Macheranspruch in diese Dinge hinein, und jetzt die Green Heritage Thematik ist einfach viel größer, wie ich persönlich bin, und dieses Vertrauen zu erlernen, dass ich meine unternehmerische Kompetenz nur noch als Werkzeug anbiete und das aber dann aus dem Umfeld heraus Unterstützungen kommen oder eben auch Zeichen kommen, wo ich spüre, ich bin auf dem richtigen Pfad unterwegs, dem immer mehr Platz zu geben, das ist wirklich ein Teil dieses Prozesses. Also wenn dich jemand fragt, dann sagst du nicht, ich bin Unternehmer und mache das und das, sondern wie drückst du das aus, wenn du gefragt wirst, wer bist du, was machst du? Das kommt auch mein Gegenüber drauf an, weil die wollen ja immer was Bestimmtes hören und die Kunst ist einfach, die Sprache zu bedienen, die der jeweilige dann auch akzeptiert. Und es gibt also eine ganz ausgeprägte Szene, die auch einen ganz klaren Unternehmer vor sich haben möchte. Und wir sind sehr mutige Unternehmer, weil wir jeden Tag unglaublich viele Entscheidungen fällen müssen. So, wir sind Unternehmer und zugleich sind wir eben aber auch Vertrauende, sage ich jetzt mal. Das klingt schön. Ja. Und es organisiert sich sehr, es entstehen immer Felder in den Begegnungen, ob ich jetzt mit einer Bank zusammensitze oder wenn ich mit einem möglichen Kunden zusammensitze oder wenn ich mit jemandem zusammensitze, der eine Turbine für uns entwickelt, entstehen einfach in der Beziehung, die man zueinander hat, entsteht ein Feld, und in diesem Feld, wenn man dieses Feld entstehen lässt, das hat eine eigene Intelligenz, das heißt, man kommt auf Ideen oder auf Lösungswege, auf die ich nicht komme, wenn ich einfach nur stur meiner Spur folge. Und deswegen ist es an der Stelle gar nicht mehr klug, der Unternehmer zu sein, der genau weiß, was er will. Weil ich finde, die größte Kraft ist die, in der Frage zu bleiben, wie geht der Weg weiter, und nicht sich immer an den Punkt zu bringen, ich weiß, wie es geht. Weil ich weiß es nicht, wie es geht. Ich kann nur offen sein dafür, dass ein Lösungsweg entsteht, und diese Offenheit und die Kraft zu haben, diese Offenheit zu halten und dann gleichzeitig aber unternehmerisch tätig zu sein, das ist der eigentliche Lernweg in diesem Green Heritage Umfeld. Gute Kombination. Das fand ich schön. Das gesagt hast. Nur so geht's. Wichtig ist, dass man nicht alleine ist. Also ich habe eine Partnerin an meiner Seite, eine Geschäftspartnerin, wir haben uns gefunden. Sie kommt aus der Solarenergie. Und wir haben dann gesagt, okay, komm, wir machen was zusammen. Und
diese Partnerschaft, also dieses Beziehungsfeld, das man hat mit einem, in dem Fall weiblichen Gegenüber, ist ein wesentlicher Bestandteil, dass solche komplexen Visionen sich ausformulieren lassen und in die Tat umgesetzt werden können. Das ist einfach ein Credo von mir. Ich sehe, wie viele Ideen ich habe und wie unfähig ich bin, wenn ich kein Gegenüber habe. Und wenn ich ein Gegenüber habe, das sozusagen in einem Diskurs oder in einem Dialog mit mir tritt und ein Feld entsteht, das mich unterstützt oder bejaht, dann werden diese Visionen auf einmal verdichtbar und können ins Handeln runtergebracht werden, bis hin zu Hunderten von Verträgen, die wir dauernd machen müssen, oder Geldbewegungen, die organisiert werden. Das heißt, die ganz banalen Dinge, die dieser Kreativität folgen müssen und nicht umgekehrt. Und das passiert in diesem Bezogenheitsfeld. Also die eigentliche Intelligenz, mit solchen Visionen umzugehen, entsteht aus dem Bezogenheitsfeld. Es entsteht zu den Partnern, zu den Mitarbeitern und zu den Kunden. Das Beziehungsfeld ist eigentlich das, wo es stattfindet. Wow, also fühle ich, das macht offen und weit. Ja. Wir haben viele verschiedene Leute interviewen durften, Institutionen, was auch immer, Unternehmer, unterschiedlichste Menschen. Und wenn ich gespürt habe, dass Menschen so alleine, das fast dann die Gefahr ist, dass man in so einem dass man so versinkt in sein Fach, in seine Fachkompetenz und unglaubliche Weisheit und Wissen zwar da ist und das irgendwie auch versucht wird umzusetzen und dennoch in so einem Alleinsein. Man zieht sich so fest, das ist so fest, was festgefahren ist. Fühlt sich manchmal nicht so lebendig dann an, ja obwohl es tolle Sachen sind. Deswegen, ja. Das ist, glaube ich, das Innovative in dem Sinne, dass auch Wirtschaften, auch hartes Wirtschaften, sich durchaus leisten kann, sich in Beziehungsfeldern aufzuhalten und Zeit und Offenheit zu haben für Beziehungsfelder immer wieder, weil das es macht Freude, es verändert mein Denken. Mein Denken und Fühlen, das sich verändert, das ist das Gefühl, wo ich meine Lebendigkeit dann plötzlich wahrnehme, wenn es sich verändert und ich denke, hey, wow, völlig neue Ansätze, meine Vision, die Farbe meiner Vision verändert sich, die Ausrichtung verändert sich, die Richtung, in die wir marschieren wollen, verändert sich durch Inspirationen, die von außen, von Menschen, von Meditationen oder von Kunstwerken und eben auch Begegnungen mit echten Anwendungsfällen in diesem Feld passieren. Ja. Jetzt zu euren Projekten, also wie vielfältig ist das? Also so alte also die Aktivierung alter Wasserkraftstandorte ist zum Beispiel so ein Gebiet, oder was umfasst alles eure Projekte? Also vielleicht kannst du da mal so einen Überblick uns geben. Ich spanne kurz nochmal den großen Bogen. Ich selbst habe mich viel mit Stiftungen auseinandergesetzt und dieses Dilemma der Stiftungen kennengelernt, die mit dem wenigen Kapital, das sie im Kapitalstock haben, Renditen erwirtschaften müssen, die nach der Inflationsrate und nach den Administrationskosten noch genügend Geld übrig lassen, dass man in der Stiftung tatsächlich arbeiten kann. Außer man sammelt Spenden ein, das ist der andere Teil. Die Vision war, für Stiftungen einen Investitionsplatz zu schaffen, wo der Kapitalstock hochrentierlich direkt am Investment investiert werden darf und kann, ohne dass die Gemeinnützigkeit verloren geht. Das ist ein sehr juristisch subtiler Gratwanderung, weil es geht um vermögensverwaltende Kapitalanlagen und um gewerbliche Kapitalanlagen. Und das, was wir konzipiert haben in der Green Heritage Foundation, gemeinnützige GmbH, ist eine vermögensverwaltende Kapitalanlage für Stiftungen als Fördergesellschaft. Das heißt, eine Stiftung, die bei uns investiert, eben in Wasserkraftanlagen, bekommt eine Verzinsung von 6 oder 7 oder manchmal sogar 8%. Wir haben auch ein Projekt in Chile, da können wir dann sogar 9% ausweisen. Und die gesamten Erlöse, die oben drüber erwirtschaftet werden, die fließen wie in einer Stiftung. Die Green Heritage Foundation ist selbst eine Art Stiftung, eben in Form einer gemeinnützigen GmbH. Das heißt, die Überschüsse verwenden wir, um nachhaltige Gesellschafts- und Gemeinschaftsentwicklungen zu finanzieren.
Das ist ein Doppelwupper, ein Nachhaltigkeitsdoppelwupper, und das muss man erklären. Die Chilenen haben ein Wort dafür gefunden, das nennt sich B Corp, also eine Corporation, die B, also zwei Richtungen hat. Auf der einen Seite ein normales Wirtschaftsgeschehen und auf der anderen Seite Überschüsse zu erwirtschaften, die in ein soziales oder gemeinnütziges Engagement gehen. Und das ist die Grundvision von Green Heritage. Und wir haben dann uns überlegt, was sind denn Investitionsmöglichkeiten für Stiftungen, die nachhaltig sind, die rentierlich sind, die einen stabilen Ertrag liefern, dass eine Stiftung in 2 und in 5 Jahren auch weiß, wie viel Geld ihr zur Verfügung steht für ihre Arbeit, damit sie langfristige Projekte machen können. Die können ja sonst keine langfristigen Projekte machen, wenn sie nicht wissen, wie viel Rendite sie in 1 Jahr oder in 2 Jahren haben. So sind wir auf die Wasserkraft gekommen und haben uns entschieden, okay, Wasserkraft klingt gut, und dann haben wir uns eingearbeitet und sind über viele Umstände dazu gekommen, selber ein Ingenieurbüro gegründet zu haben, vor 3 Jahren, dass diese Wasserkraftanlagen richtig sucht, plant, ins Genehmigungsverfahren bringt, die ganzen technischen Komponenten dazu sucht, sie die Finanzierung auf die Beine stellt, das, ja, und das ganze Ding baut. Das sind schlüsselfertige Wasserkraftanlagen, die wir bauen, die wir dann einem Investor verkaufen, Investor in Anführungszeichen. Dieser Investor ist eben die Green Heritage Foundation. Die kauft von der Green Heritage Wasserkraft GmbH diese Wasserkraftanlagen ab und macht hier den Investitionsstandort für das Stiftungskapital. Puh, ja. Es ist ein bisschen komplex, aber... es ist einfach wichtig, um das auch zu verstehen. Ich sage ein Beispiel an der Stelle. Wenn ich in einen Apfel reinbeiße, der schmeckt einfach super, der Apfel. Aber derjenige, der sich den Apfel ausgedacht hat, der musste auch hochkomplex unterwegs sein, weil der Apfel besteht ja aus unglaublich vielen Komponenten, dass es ein Apfel wird und noch dazu einer, der so gut schmeckt. Ja. Und das sage ich immer, wenn jemand sagt, oh Gott, ihr seid aber komplex unterwegs. Die Natur ist intelligente Komplexität, und das umzusetzen in Wirtschaftsstrukturen, das ist eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben, bis tief in die Verträge hinein, bis tief in die Bankenbeziehungen hinein, bis in diese Konstruktion der gemeinnützigen GmbH, die diese Vermögensverwaltung mit Fördergesellschaft als Kombinationsmöglichkeit uns eröffnet hat. Jetzt kann ich das mehr und mehr nachvollziehen, was du am Anfang gesagt hast. Sagtest, dass das eine ständige Herausforderung und ein ständiges Wachstum ist. Ja, wir tun ständig Dinge, die noch nie jemand getan hat. Das ist jetzt voll nachvollziehbar. Ja. Und kommt jetzt konkret zu diesen Wasserkraftanlagen, also jetzt mal ein bisschen bodenständiger. Ja. Es gibt ein neues Gesetz, das ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie, fürchterliches Wort, und ist aber in sich ziemlich intelligent, weil darin festgelegt wird, dass all die 200.000 Querbauwerke, die wir in Europa haben, die die ganzen Flüsse aufstauen, dass die für die Fische durchgängig gemacht werden müssen. Man höre und staune, aber es gibt ein solches Gesetz. Und dieses Wasserhaushaltsgesetz muss eigentlich schon sehr bald umgesetzt werden und bringt all die Gebietskörperschaften, die die Verantwortung haben für diese kleinen Queranlagen, wahnsinnig in die Bredouille, weil so eine Fischtreppe kostet ganz schnell mal 100, 120.000, 150.000 Euro, und die müssen ja irgendwo herkommen. Dann haben wir uns überlegt, wir sind ja jetzt in Sachen Wasserkraft unterwegs, warum entwickeln wir nicht eine Technik, die für diese kleinen Wehranlagen, die bloß 1 Meter oder 1,20 Meter hoch sind oder im besten Fall 2 Meter hoch sind, warum entwickeln wir nicht eine Technik, die genau für solche Wehranlagen geeignet ist, die ganz robust ist, die ganz unaufwendig und unsichtbar ist, also in die Erde vergraben werden kann oder an dieses Querbauwerk einfach angehauen werden kann und komplett überspülbar ist, also hochwassertauglich ist. Und das ist also der Punkt 1. Wir haben uns also auf den Weg gemacht, und da haben wir dann letztes Jahr auch den Mitteldeutschen Innovationspreis gewonnen. Wow! Für diese Turbine. Und das ist ein Unterwassersystem, wo der Generator und die Turbine auf einer einzigen Welle sitzen und alles zusammen in dem Rohr drin ist, durch das das Wasser durchfließt. Das heißt, wir bauen keine Wasserkraftanlage mehr, sondern wir legen nur noch ein Rohr an irgendeiner Stelle, wo das geeignet ist,
und leiten da das Wasser von A nach B durch. Und diese sehr einfache Technik ist hocheffizient. Wir haben einen Wirkungsgrad von 82% an der Turbine, was sehr, sehr gut ist. Und es ist relativ kostengünstig, dieses System, und kann damit an ganz vielen Orten Europas, wo diese Querbauwerke sind, installiert werden. Das ist der eine Punkt. Jetzt kommt wieder die Foundation in das Spiel. Dadurch, dass unsere Finanzierungen nicht renditeorientiert sind, im Sinne, ich will möglichst schnell eine möglichst hohe Rendite haben, sondern dadurch, dass die Finanzierungen auf langfristige Ertragsstabilität gestrickt sind. 20 Jahre Finanzierungszeiträume sind hier im Raum. Dadurch ist der Tilgungsbeitrag, den wir leisten müssen, um den Kapitaldienst leisten zu können, relativ gering. Das wirkt sich im Gesamtsystem so aus, dass wir das Kapitalvolumen, das wir finanzieren können, ein ganzes Stück höher ist als wie in einem normalen Investment. Dieses wirkt sich wiederum so aus, dass wir ab einer Leistungsklasse von 50, 70 Kilowatt bei günstigen Rahmenbedingungen bereits in der Lage sind, die Fischtreppe mit zu finanzieren. So, das ist unser Modell. Eine billige, robuste, fast wartungsfreie Technik, die schmerzfrei und überflutungssicher eingebaut werden kann, in einem Finanzierungsrahmen, der so gestrickt ist, dass er A für die Stiftungen passt, möglichst lange, möglichst solide Renditen zu erwirtschaften und damit aber insgesamt ein Finanzierungsvolumen in die Hand genommen werden kann, also finanziert werden kann, dass solche Fischtreppen mitfinanzieren kann. Fehlen die Worte. Ja, I'm sorry, aber es ist einfach die Wahrheit, ja. Das klingt so vollkommen. Ja, es ist vollkommen, ist das richtige Wort. Das ist tatsächlich, die Natur ist ja auch vollkommen. Ja. Ich meine, die Natur, wenn man sie lässt, bringt einfach nur Schönheit hervor. Der Mensch, wenn man sie in seiner Quasetage lässt, mental im Gefängnis, bringt nicht zwingend Schönheit hervor. Wenn man sich diese Freiheiten gibt, sich inspirieren zu lassen, kommen eben solche komplexen, aber in sich sehr intelligenten Lösungen zustande, die tatsächlich aus diesem Naturfeld heraus verstanden sind. Konkret, um jetzt ganz konkret zu werden, wir haben also eine Obermühle Görlitz. In Görlitz gibt es eine Obermühle, das ist ein sehr empfehlenswertes Bio-Restaurant mit einer Bio-Brauerei und einem Bio-Hotel. Und da ist eine kleine alte WKA zwischen den Häusern, die haben sie stillgelegt, weil die so laut war, die hat so gerumpelt. Mhm. Wasserkraftanlagen sind normalerweise sehr laut. Mhm. Und dann haben sie die stillgelegt und dann kamen wir daher und haben gesagt, wir haben eine Turbine, die ist lautlos. Und tatsächlich, die Besitzerin hat sich davon überzeugen lassen, dass es das gibt und hat uns einen Pachtvertrag gegeben und wir haben in den letzten anderthalb Jahren Genehmigungsverfahren durchgesetzt, die Finanzierung auf die Beine gestellt mit 4 Stiftungen bis jetzt, haben jetzt noch ein bisschen Kapitalvolumen frei, wir suchen noch ein bisschen Eigenkapitalanteile und sind allerdings in der Bauvorbereitung, das heißt April, Mai wird hier im Bau angefangen. Görlitz ist an der Grenze zu Polen. Ah. Das ist unser großes, konkretes Projekt. Dann haben wir in Polen eine Anlage, in der unsere Turbine, die wir entwickelt haben, von der ich vorhin erzählte, diese VT-Turbine, die ist dort als Pilotanlage installiert mit 30 kW. Seit Dezember schnurrt sie wie eine Nähmaschine, wie eine gut geölte Nähmaschine und produziert Strom. Mhm. Dann haben wir in Polen eine weitere Anlage in der Genehmigung. Da kommen 2 oder 3 von diesen Turbinen, die wir entwickelt haben, zum Einsatz, werden unter der Erde vergraben. Da gibt es nur Revisionsschächte, wo man dann zur Turbine hin kann, wenn man mal gucken muss. Ansonsten sieht man von dieser Wasserkraftanlage nichts. Da ist vorne ein Fischrechen dran und dieser Fischrechen, der selbstreinigend ist, der kehrt die Fische und das Strauchgut und alles in den Fluss zurück und es wird einfach weitergeschwemmt. Ja. So, das ist die dritte Anlage. Dann haben wir in Hagen, in Hohenlimburg, eine Anlage, wo wir kurz vorm Genehmigungsverfahren stehen. Dann gibt es das E-Werk Cottbus, eine wunderschöne Industrieanlage, ist eine alte Wasserkraftanlage aus 1902.
Und da sind wir dabei, das Wasserrecht wieder zu erlangen im Zuge eines Genehmigungsverfahrens. Gibt es auch für, es gibt ja immer mehr Menschen, ne, die schauen, wie können sie ja, mit diesen neuen Energien, erneuerbaren Energien, die ja gar nicht so neu sind oder irgendwie doch, ja. Ja, die einfach die Sehnsucht haben, den Wunsch, anders zu leben und sich gründen in Gemeinschaften. Mhm. Auch gibt es da Möglichkeiten, wo ihr gute Dienste leisten könnt in der Stromerzeugung, mit, die dann auf euch zukommen können. Hey, wir wollen einfach. Also wir haben in Brasilien so ein Projekt. Ja. Das ist die Alexandra Schwarz-Schilling, die ist aus Berlin und hat da das Gaia-Net heißt es, glaube ich, weiß den Namen nicht mehr genau, gegründet. Und der habe ich angeboten, dass wir ihr eine solche Turbine dorthin bauen, wenn sie dann soweit ist. Mhm. Theoretisch ist es möglich. Mhm. Vor allem durch die Struktur, die wir haben, durch diese gemeinnützige GmbH, können wir, wenn wir Überschüsse erwirtschaften, sie fördernd einsetzen, um jemanden auch mal so eine Turbine zu einem Preis zu geben, wo so eine Gemeinschaft dann auch mal nicht so tief investieren muss. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben grundsätzlich durch dieses Erwirtschaften von Gewinnen Gemeinschaften, solche Ökodörfer oder jede Art von Gemeinschaftsbildungsprozessen, die so in diese Richtung gehen von Global Natives, ja, also alle Religionen der Welt haben absolut den gleichen Stellenwert. Mann und Frau sind sowieso in der Gleichwertigkeit zu sehen. Die Respektieren der Natur als unsere eigentliche Lebensvoraussetzung ist es die grundsätzliche Basis für diese Ökodörfer oder Lebensgemeinschaften, die wir unterstützen wollen. Wow, toll. Und wir sind in Chile sehr stark engagiert, weil in Chile sind sehr große Wasserrechte noch erwerbbar. Wir haben eines erworben für 3 Megawatt, das ist schon eine ganz ordentliche Anlage, und haben uns vernetzt mit 2 Stiftungen in Chile, das ist die Desavio Foundation und die Origin Foundation. Die Desavio Foundation unterstützt Erdbebenkatastrophenopfer und die Origin Foundation ist eine Friedensschule, eine mit ökologischem Landbau. Die hat mit nichts angefangen vor 20 Jahren, hat jetzt 400 Schüler, alle Problemschüler Chiles landen bei ihr. Und sie bringt einen Exzellenz-Award nach dem anderen, gewinnt sie mit ihrem buddhistischen Ansatz und Integration in dieses ökologische Landbauwissen. Und ich konnte da eine Gruppe von Lehrern und Direktoren erleben, die sich haben ausbilden lassen in dieser Schule. Und die waren zu Tränen gerührt, was sie in dieser einen Woche an Mindshifts erlebt haben, was Pädagogik eigentlich heißt. Mhm. Hinzugucken an das Kind, was kann es eigentlich und wie bringe ich das, was da ist, aus dem Wesen heraus, anstatt ihm mit Gewalt irgendwas aufs Auge zu drücken. Jetzt mal salopp formuliert. Und diese Origin Foundation hat 100 Hektar Land gekauft in Chile und möchte dort eine solche Lebensgemeinschaft einrichten. Und wir möchten sehr gerne, wenn uns das gelingt, Überschüsse zu erwirtschaften, diese Origin Foundation eben da mit unterstützen. Ja. Und ihr tut eigentlich das Gleiche. Also ich sehe das auch, ne? Also das, was schon da ist, also dieses, was die Natur schon hervorbringt, was sie uns vorlebt, ja, ist schon immer. Ja. Ne? Das greift ihr auf und das, was schon da ist, und holt die ganzen Potenziale da raus. Ja. Das ist die Vision, sozusagen die Intelligenz der Natur auf der Menschebene und auf der wirtschaftlichen Strukturebene und auch mental, wie man Wirtschaften denkt, umzusetzen. Das ist für mich ein feminines Wirtschaften, das jetzt eben sozusagen auf das Gemeinwohl orientiert ist. Also das, was wir als Unternehmer tun, für alle Beteiligten einen sinnvollen Beitrag leistet. Und das ist eher der feminine Ansatz als wie der männliche Ansatz, der ja doch eher sozusagen ertragsoptimierend und ich-orientiert und so ist. Und für diese Intelligenz oder diese Kreativität, die wir brauchen, ist diese Grundhaltung essentiell. Ich rutsche manchmal in diese, oh Gott, wo kriege ich die nächste Kohle her, damit das Unternehmen weitergeht, oder in diese Mangelsituation rein, und dann bricht die gesamte Kreativität sofort weg. Oder wenn ich merke, mein Gott, da kann man richtig viel Geld verdienen in Chile, wenn ich auf den Trip komme,
dann bricht meine Kommunikation mit den Menschen, bricht auch weg. Und dann entsteht nicht dieses Feld, wo die Dinge dann in Leichtigkeit geschehen. So, für mich ist es ein sehr großes Geschenk, diesen femininen Wirtschaftsansatz in mir sozusagen zu erlernen, weil es mir Frieden bringt und das unternehmerische Handeln sehr viel erleichtert und schöner macht. Sie haben immer Beziehungen, sie sind immer in einem Beziehungsgefüge, in dem sie sich wohlfühlen, fast immer, sagen wir mal so. Wow. Ja, großes Beispiel für viele, für alle. Na, wir werden sehen, das ist schon sportlich, sowas zu machen, aber das Feld, so zu handeln, ist vorhanden. Das muss man nicht erlernen. Es ist nur eine innere Bereitschaft, auf diese Art und Weise nach vorne zu gehen und dann organisiert sich das von alleine. Und man muss nicht warten, ne, bevor man erst irgendwie was meint, ich muss da erst für mich großen wachsen, sondern die Vision war klar, du hast gestartet und im Tun. Es ist nur offenbart der Weg. Sich dir das. Ja. Es gibt kein Ziel. Es gibt auch kein Warten, bis die Finanzierungsbedingungen klar sind. Die sind nie klar. Es ist der Schritt, die Entscheidung, in den Weg hineinzugehen, bedingungslos und auf diesen Weg zu vertrauen. Und daraus generieren sich dann ungewöhnlichste Lösungen. Wow, das berührt mich total. Wow. Ja, gut ab. Wow. Ja, ist so. Ja, das war mir gar nicht klar, dass es in der Form, ja, das schon gibt. Mir auch nicht. Vor 2 Jahren hätte ich es noch nicht gesehen, aber ich kann es auch nicht sagen. Dich hat es dann einfach und dann passiert es, ja. That's the way, so. Und man muss dazu sagen, dass ich sehr viel gelernt habe. Ich bin Landwirt von der Ausbildung her. Ich bin schon auf jedem Trecker der Welt gesessen. Ich weiß, wie man eine Schraube irgendwo reindreht. Ich weiß, was Humus ist. Ich weiß, was eine Kuh ist. Ich weiß, wie man Arbeitsabläufe organisiert. Ich weiß, wie die Bedürfnisse der Natur sind, weil sonst kein Getreide wächst. Das sind schon gewisse Voraussetzungen, die es dann leichter machen, solche Wege zu gehen. Und da bin ich seit 20 Jahren Unternehmer. Ich habe alle Höhen und Tiefen, die man so erleben kann als Unternehmer, schon erlebt. Also das sind schon auch Voraussetzungen, die einfach helfen. Eine Basis, die du geschaffen hast. Ich bin ein großer Freund und Verehrer der Tiefenökologie. Ich habe 1992 Joanna Macy kennengelernt, die die Tiefenökologie nach Europa gebracht hat. Und dann die Gesellschaft für angewandte Tiefenökologie damals gegründet. Und dieser systemische, selbstorganisierende Ansatz, der in der Tiefenökologie eine wesentliche Rolle spielt, der die Natur als eine sich selbst organisierende Intelligenz sieht und die den Menschen als das letzte Wesen auf dieser Schöpfung sieht, das noch auf dem Weg ist, auch dorthin zu finden, in das Gesamtfeld der Schöpfung sich einfinden zu können irgendwann, das hat mir sehr imponiert und das ist eigentlich mein philosophischer Kern. Wow. Wow. Also ich wünschte mir, es würde viele Menschen geben, die das erfahren, die davon hören, die sich davon inspirieren lassen. Und ich sehe das irgendwie schon, obwohl ich keine große Visionärin bin, aber ich sehe die ganze Zeit das Bild, dass das, ja, erstens im Vorleben, wie du es einfach tust, sich inspirieren lassen, aber wie du auch Menschen zu dir kommen und aus den verschiedensten Bereichen und du die ja mit deiner Hingabe, mit deinem Wissen, mit deiner Weisheit, mit deinem Fließen die auf den Weg bringst. Das ist so die Hoffnung, dass der Arbeitsplatz im optimalen Fall natürlich ein spirituelles Lernfeld ist, das in dieser Dichte und ganz speziell ist. Das ist jetzt nicht Freiwilligkeit in dem Sinne, wie wenn ich dann zum Meditieren mal irgendwo hingehe, sondern das sind harte Sachzwänge und die sind aber gemischt mit einer Grundhaltung, die da ist. Nicht immer, aber meistens. Und dazu führt, dass eben da Lernprozesse stattfinden bei diesen Menschen. Und die jungen Leute, also die jetzt so 20 bis 30 sind,
meine Partnerin, die ist 33 Jahre alt, die trägt die gleiche Verantwortung wie ich. Ja? Und das ist kolossal, das zu sehen, wenn so ein Feld angeboten wird, wie viel Kraft und wie viel Mut dann in diesen Leuten entsteht. Wir haben jetzt eine Frau bei uns seit einem halben Jahr, die ist 27 Jahre alt, die auch schon komplett gewaltige Verantwortung bereit ist zu übernehmen. Ja. Oder mein Sohn hat jetzt ein Praktikum gemacht, der studiert Betriebswirtschaft und hat sein betriebswirtschaftliches Praktikum bei uns gemacht und hat dieses Biogaskonzept mit mir entwickelt. Und der hat es sofort verstanden. Und da kommen Ansagen von den Kids, ja, die sind so selbstverständlich, denen ist es doch sofort, dass man eine gemeinnützige GmbH macht, viel mehr Sinn in deren Augen, wie irgendwie ein Unternehmen, das erstmal den Profit macht und dann, wenn ich alt geworden bin, spende ich ein bisschen was fürs Gemeinwohl. Und direkt eins zu eins im Leben jetzt das umzusetzen, leuchtet dieser Generation bereits ein. Die finden gar nichts anderes mehr gut. Und das ist meine Hoffnung, dass diese Felder, die diesen intelligenten Kids zur Verfügung gestellt werden, dass diese Brains sofort anfangen aufzublühen und diese Strukturen aufgreifen und weitertragen. Klasse, ja. Ich glaube, dass es ja dann leichter ist auch mit den Kids mit in diesem Alter, weil das einfach dieses, ne, die haben das noch nicht so verinnerlicht, diese alten Systeme. Die sind ja noch so jung und frisch und unschuldiger. Ja, ja, und multitaskingfähig und interaktionsfähig, und man kann Komplexität diskutieren, ohne dass es zu Machtkämpfen kommt, weil sonst würde es gar nicht gehen. Diese Biogasanlage in der Entwicklungsphase, das gibt es mindestens 200 Entscheidungspunkte, die geklärt werden müssen, wie man technisch welchen Ablauf klärt. Wenn man jetzt da jeden Punkt im Streit erkämpfen muss, würde man solche Anlagen gar nicht hinkriegen. Und wir tun da am Frühstückstisch die geilsten Diskussionen haben über komplexe Vorgänge, wie man mit einem Hochdruckwasserstrahl die Biomasse so zerkleinern kann, dass sie sofort abgesaugt werden kann und in den Fermenter geschickt werden kann, wo sie dann vergären und vergasen kann und die Feststoffe aber getrennt werden und damit keine Schwimmdecken entstehen, die in den Biogasanlagen sofort immer zu einem Problem führen, und solche prozessorientierten Diskussionen, die gehen mit dem Volk einfach. Und dann kann man sowas Komplexes auch machen. Finden die Menschen dich oder findest du sie? Gehst du da? Das Feld organisiert sich. Also das, ich habe Sachen erlebt, da hat das Schicksal oder wer immer dieses Feld organisiert, Dinge schon angelegt vor einem halben Jahr, so ein loser Kontakt, der an der entscheidenden Stelle dann quasi irgendwo ein Lösungselement geliefert hat. Das ist eine Eigenintelligenz. Also eine ganz offensichtliche Eigenintelligenz vorhanden, die von Seele zu Seele sich organisiert. Und wenn man nicht völlig vernagelt ist dann, und es zulässt, in dem Feld es passieren lässt, dann organisiert sich das in einer Art und Weise, wo man nur den Hut ziehen kann, weil das würde man mit dem Verstand organisieren, bei allerbesten Absicht nicht hinkriegen. Keine Chance. Du hast ja vorhin schon einige Projekte, die so anstehen, genannt. Gibt es für dich persönlich so ein Ansätze, wo du sagst, wow, da brennt dein Herz für, da würde ich gerne. Chile ist abgefahren. Chile ist einfach ein Trip. Ich bin da hingekommen und dieser blaue Himmel und dieses Licht und diese Klarheit der Luft, boah, unglaublich. Und dann, das sind ja nur 17 Millionen Leute und das Ding ist 3000 Kilometer lang, ja. Und hat diese katastrophale Historie hinter sich mit dem Pinochet. Und immerhin vor einem halben Jahr haben also der Dachverband der chilenischen Richter sich offiziell beim chilenischen Volk entschuldigt dafür, dass sie in der Pinochet-Zeit versagt haben. Also solche Dinge passieren in Chile, was in Deutschland zum Teil noch nirgendwo passiert ist, dass sich jemand entschuldigt hat für den Mist, der da vor ein paar Jahren passiert ist. Dann haben sie eine Gesetzgebung, die ist so transparent, wenn ich mit dem Staat einen Vertrag abschließe, dann erscheint der im Internet. Jeder kann den Vertrag einsehen, den ich mit dem Staat abschließe. Aha. Dieses Land erwirtschaftet 50 Milliarden Überschuss im Jahr. Es gibt keine Arbeitslosigkeit. Es gibt keinen Müll an den Straßen.
Das Land ist dermaßen an der Schwelle, das ist wie die Schweiz in Südamerika. Und die Wirtschaft wächst eminent. Und es gibt ein Problem, das heißt, es gibt eine sehr reiche Oberschicht und fast keine Mittelschicht und ganz, ganz viele Leute, die jetzt so langsam in diese Mittelschicht hineinwachsen. Sehr intelligente Menschen, sehr bereit, Verantwortung zu übernehmen. Mit glänzenden Augen in den Diskussionen. Wir haben eben diese Wasserkraftanlage in den Bergen besucht und da war ein Tunnelbauer dabei und ein Druckrohrleitungsbauer und der Ingenieur war mit dabei, das Ingenieurbüro, das die Planung machen muss, die Genehmigungsplanung muss. So intelligente Leute, dass ich, das war ein Trip, ja. Chile ist ein Trip und bis ich in Deutschland mal 5 Wasserkraftanlagen am Laufen habe, derweil habe ich in Chile 4 gebaut und die sind aber 10-mal so groß. Ja. Und damit komme ich dem eigentlichen Ziel, Überschüsse zu erwirtschaften für die Foundation, sehr viel schneller entgegen. Und deswegen, wir haben uns beteiligt an einem Ingenieurbüro in Chile, hälftig, und werden eine Track Record aufbauen mit vielen Projekten, die wir da in die Pipeline bringen und kapitalisieren werden und Renditemöglichkeiten erwirtschaften werden für gemeinnützige Körperschaften in Chile, in Deutschland, im Augenblick gerne auch in weiteren Ländern, aber das muss sich halt dann erst ergeben. Aber schön, dass du da so, das ist ja dann auch ein Potenzial, was du hautnah erfährst und du sagst, wow, es ist möglich, ne? Und dadurch, dass du es da einfach schon lebst, auslebst und ja, kann es vielleicht, darf das auch überfließen zu uns. Also wir arbeiten tatsächlich an den Strukturen, Geldbewegungen, gemeinnützige Geldbewegungen von Chile nach Europa zu entwickeln. Da kriegen natürlich alle graue Haare, wenn man diese Frage stellt, aber es ist möglich. Also auch USA und Deutschland haben einen Geldverkehr für gemeinnützige Körperschaften schon entwickelt. Argentinien ist gerade dabei, das zu tun. Und wir werden das jetzt für Chile entwickeln. Wir sind da mit der Rechtsanwältin im Gespräch, die die Sozialgesetzgebung und Gemeinnützigkeitsgesetzgebung in Chile maßgeblich mit beeinflusst hat. Die ist sehr begeistert von diesem Projekt und wird uns dabei helfen. Wow. Noch ein Wort zu Chile. Es gibt in Chile eine Minderheit, die Mapuches. Das sind die Natives von Chile. Denen ist es sehr schlecht gegangen, wie allen Natives. Und die boykottieren im Augenblick sehr viele große Wasserkraftprojekte. Mhm. Da gibt es einen 3000 Megawatt Staudamm, die berühmte Gigantomanie, da, weil die Weltbank sowas Großes finanziert, ja, und so. Und das wird von diesen Mapuches restlos boykottiert. Auch kleine Wasserrechte werden von den Mapuches boykottiert. Und durch die Zusammenarbeit, die wir mit den Stiftungen haben, die wiederum den Mapuches in verschiedenen Situationen geholfen haben, sind erstmalig Investoren auf den Plan getreten, die bereit sind, gezielt sogar bereit sind, Überschüsse zu verwenden, um eben unter anderem auch diesen Mapuches zu helfen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, richtig professionelle Investoren scheitern an der Stelle, dass sie keinen einzigen Prozentpunkt bereit sind abzugeben an Dritte. Und dadurch, dass wir von Haus aus im Teilen unterwegs sind, eröffnen sich uns auch an dieser Stelle Türen, die für routinemäßige oder Standardinvestoren mit Due Diligence und lalala, 5 Ingenieure, die dann rummessen und die da an diese Standorte gar nicht drankommen. Und das ist das, was mich so beeindruckt. Das macht einfach Freude, weil das Instrumentarium, wie wir in diese Märkte hineingehen und wie wir an Kunden und Partner herangehen, das stößt einfach auf Resonanz und Begeisterung. Ja, super. Ja, nur so. Nur so. Das andere ist vorbei. Mit Geld kann man sich alles kaufen, die Zeit das wird ist vorbei. Geht. Das Geld ist ein kollektiver Unglauben. Ja. Ich habe jetzt den Impuls, ich würde gern das an Jeet weitergeben, weil ne, jeder hat so ein bisschen andere, Jeet hat wieder ganz andere Fragen, sodass noch vielleicht ganz andere Sachen zutage kommen. Ist das okay? Ja, ja. Genau. Und dann würde ich dich bitten, dass du auch noch ein bisschen frontaler bist, dass du das hier rüber genau, dass du noch von einer Perspektive wie dich bewundern könntest. Ja, ja, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Das ist mir eine große Freude. Ach so, ich dachte, du gehst darüber.
Das eher frontal ist. Na, ist gut. Ach so. Dass ich mal da in die Richtung schaue. Ja, genau. Ja. Ja, ich denke erstmal, schön, dass du da bist. Ja, es ist schön hier. Danke. Okay. Und erstmal für das, was ich gehört habe, erstmal gibt es doch, ist unbekannt. Was ich sehe, ist einfach, dass viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dieses Verständnis von diesen Wirtschaften nicht in sich haben. Ich auch nicht. Ne? Das heißt, jetzt unabhängig davon, von den Projekten, die du ins Leben gerufen hast, was sind deine Empfehlungen für all diese Organisationen, Referenten, TV, wie würdest du, welche Möglichkeiten gibt es, dein Reichtum an Informationen, an Gestaltung, an dazu beizutragen und sich selbst dann einfach auch zu helfen? Naja, dazu beitragen können wir erstmal, indem wir dieses Experiment, auf das wir uns eingelassen haben, einfach mutig weitertreiben. Das ist jetzt mal unser Beitrag. Also das ist auch mein Maßstab. Die Vision ist schön, der Weg bisher ist wunderschön, aber es muss auch natürlich nachhaltig auch funktionieren. Nach 5 Jahren, würde ich mal sagen, dann sind wir durch die ganzen Steuerprüfungen durch und dann haben unsere Kapitalströme sich bewahrheitet, die Turbinen laufen, wir wissen, wie man eine Wasserkraftanlage baut, wir haben Chile zum Laufen gekriegt, dann würde ich sagen, okay, jetzt kann ich den Mund aufmachen als Lehrer. Im Moment ist der Proof of Concept, der steht noch aus, also das heißt, wir brauchen noch 2 Jahre, um sagen zu können, diese Spur, die wir folgen, die ist so belastbar, dass ich mir das zumuten mag, das Dritten zu beizubringen. Das Prinzip, also wenn du mich fragst, was ist meine Empfehlung für Wirtschaftler, die an diesem Paradigma arbeiten, gibt es, das wesentliche Prinzip ist, dass die Bezogenheiten und die Beziehung über der Rendite oder dem Besitz oder der Machtposition steht. Wenn ich Bezogenheitsfelder dem unterordne, dann geht die eigentliche Potenz des Menschseins und der Schöpfung wird auf den kleinstmöglichen Faktor reduziert. Wenn es gelingt, das zu verstehen, und das ist ein sehr komplexer innerer Prozess, dass die Bezogenheit und die Qualität der Bezogenheit im Vordergrund steht und darauf sich Formen, Strukturen, Machtstrukturen erst da drauf setzen, dann dreht sich das um. Das feminine Prinzip der Bezogenheit kommt in den Vordergrund und wird an die Stelle gesetzt, wo es hingehört, nämlich in der gesamten Schöpfung. Die Schöpfung ist deswegen so genial und so intelligent und so Schönheit hervorbringend, weil sie das Prinzip der Bezogenheit an oberster Stelle hat. Es gibt immer diese scheinbaren Darwinisten, die sagen, Survival of the fittest, der Stärkste überlebt, und das passt natürlich in unsere mentale Struktur hinein, die genauso funktioniert, aber das ist ein Systemfehler, weil wenn wir das nur mental anschauen, dann heißt Survival of the fittest, ist derjenige, der Stärkste überlebt. Wenn ich das von meinem Herzen oder von meinem Körperwissen anschaue, dann heißt Survival of the fittest, heißt derjenige, der am besten sich in das Gesamtgefüge hineinpasst, überlebt. Und dieses Paradoxon an diesem einen Spruch, Survival of the Fittest, einmal mental interpretiert und einmal körperlich interpretiert, was 2 völlig unterschiedliche Beziehungsparadigmen entstehen lässt, das ist genau die Stelle, an der man exakt erkennen kann, wo die Problematik ist. Solange wir nur mental auf die Natur und auf unsere Zweckerfüllung und auf unser Geld verdienen und auf unsere Beziehungen schauen, landen wir immer in diesem Survival of the Fittest, im Sinne der Stärkere, der sich durchsetzen kann, der es geschafft hat, die anderen dazu zu zwingen, sich anzupassen. Die gesamte imperialistische Historie, die wir hinter uns haben, angefangen bei, keine Ahnung, die Ägypter waren noch nicht ganz so drauf, aber dann bei den Römern und alles, was wir an Kaisern und Päpsten hatten, dieser ganze imperialistische Mist der Unterdrückung von möglichst vielen zu meinem eigenen Wohlergehen, ist
ein Ergebnis dieser mentalen Strukturen. Und die Schöpfung leistet sich diesen Luxus, dieses Mental zu entwickeln, müssen wir akzeptieren. Seit 6000 Jahren entsteht es. Gilgamesch-Epos hat es zum ersten Mal dargestellt. Heute, jetzt, in diesem Augenblick, in der gnadenlosen Vollendung über Internet und iPhones und totale mentale Vernetzung. Das Mental und die Individuation, die damit einhergeht, ist einfach sozusagen an den Schmerzpunkt gekommen, wo wir erkennen müssen, das ist nur ein Teil des Spieles und die Schöpfung hat sich den Luxus geleistet, das Mental zu entwickeln, damit Bewusstsein und Bewusstheit entsteht. Aber dieses Mental muss sich zwingend der übergeordneten Bedeutung der Bezogenheit an sich unterordnen. Das sind die Beziehungsfelder, die Beziehung an sich, die Fürsorge, die Krankenschwester, die den alten Leuten den Arsch abwischt oder die Kindergärtnerinnen, die diesen 30 Kindern versuchen zu zähmen. Das sind eigentlich die Stellen, wo das Leben in seiner ursprünglich gemeinten Form zum Tragen kommt. Und die verdienen aber am wenigsten Geld in unserer Gesellschaft. Das ist eine Symptomatik für das, was ich sagen will. Der Imperialist, der König, der Manager, der einfach, was weiß ich, wie viel Geld verdient und möglichst viele Leute dazu bringt, für sich zu arbeiten, jetzt etwas sehr platt ausgedrückt, das ist das alte Paradigma. Das Fürsorgeprinzip, das Bezogenheitsprinzip, das so handeln, dass ich zum Wohle für das Ganze arbeite, das ist dieses neue Paradigma, das sozusagen in uns entsteht. Und dieser geniale Gerald Hüther hat es ja herausgearbeitet, dass das Brain nicht nur diesen Flucht- und Überlebensmechanismus hat, sondern das zweite existenzielle Paradigma des Gehirns, man höre und staune, ist, Bezogenheit herzustellen. Und wenn man mit diesem Auge schaut, was in der Menschheit passiert, dass sie zum Beispiel irgendwelchen Moden hinterherrennt oder im Kollektiv verharrt und nicht den Mut hat, Schritte in ungewohntes Terrain zu machen, in neue Territorien, und das ist dieser Mechanismus, dass das Brain immer nach Bezogenheiten sucht. Und das müssen wir verstehen und wir müssen neue Bezogenheitsfelder kreieren, indem diese Art, die ihr jetzt hier dankenswerterweise promotet, diese Art einen eigenen Cluster von Zugehörigkeit bildet, wo man immer mehr diesen Mut bekommt, so zu denken, so zu agieren und sich nicht als völlig irrer, kreativer am Rande der Gesellschaft zu fühlen, sondern ins Zentrum der eigenen Gesellschaft zu rutschen. Also Bezogenheit vor Struktur, um deine Frage ganz abstrakt zu beantworten. Ja, das bringt natürlich für die Weltwirtschaft, bedeutet einfach, dass es in diesem Kontext dann keine Krisen mehr gibt, keine Konflikte, dass, so wie ich das verstanden habe, dass sich das Ganze so potenziert, dass es viel mehr Reichtum daraus entstehen wird, sowohl auf körperliche, seelische, geistige, aber auch materielles, weil einfach weil es in dieses Feld Rückkopplung gibt. Also wenn ich weiß, wenn ich denke, okay, ich bin jetzt der Kaiser oder so und reiße alles an mich, binde ich viel Energie, viel Kreativität, viel Intelligenz und so. Und so in dieser Form, wenn der Raum und das Feld richtig so geschaffen wird und wo jeder auch diese Möglichkeit hat, aber ausgestiegen ist aus dem Ich, aus dem Ego, aus dem, dass dann einfach die Lösung für, es ist Zeit, die Zeit ist reif, die Lösung für alle Hunger, Konflikte, im Grunde genommen alle Konflikte, alle Kriege, die jetzt sind, sind wegen dieser Ich-Bezogenheit, ob wir jetzt Libyen, Syrien, es geht immer nur darum, dass dieses System wurde all diese Sachen überhaupt nicht mehr produzieren. Das ist richtig. Also es gibt zwei Grundparadigmen. Wir haben in den letzten 4000 Jahren das patriarchale Paradigma entwickelt, damit dieses Mental sich hat entwickeln können. Und dieses patriarchale und imperialistische Paradigma, das sind sehr pauschale Worte, aber es drückt das Muster aus, haben überall letztendlich zu Mangel geführt.
Außer für ein paar wenige, die dann also exorbitant fantastische Bauten bauen konnten, die wir heute alle bewundern. Aber das Wohl des Volkes oder das Wohl des gesamten Gemeinkörpers hat eigentlich in den letzten 4000 Jahren immer gelitten. Die Hochkulturen mit blühenden Gärten, mit Wohlstand für alle, mit fantastischen Kunstwerken, die sind älter. Es gibt viel ältere Kulturen, die eine ganz eigenständige Qualität hatten. Was ich sagen will, ist, dass dieses überzogene, einseitige, patriarchale Prinzip zu Mangel führt. Es entsteht nirgendwo mehr Schönheit. In keiner Stadt Deutschlands mehr ist wirkliche Schönheit entstanden, geschweige denn irgendwo auf der Welt. Es entsteht nicht mehr Schönheit. Das, wovon du sprichst, ist das Prinzip der Fülle und das ist das feminine Paradigma. Das, was du da erahnst, ist tatsächlich das, wie die Schöpfung funktioniert. Schöpfung ist hocheffizient. Die geht mit Energien in einer Art und Weise um, da träumen wir noch zur Zeit. Ja. Sie produziert immer Fülle für alle Beteiligten, also nicht nur in Früchten, die in rauen Mengen rumliegen, sondern nebenher wird Sauerstoff produziert, von dem alle leben, nebenher wird Wasser gespeichert, von dem alle leben, nebenher wird die Luft gereinigt, nebenher wird die Bodenkrume stabilisiert, sodass dann Nährstoffe gespeichert werden können und das Wasser gespeichert werden kann. Alles nebenher, weißt du, das ist nicht ein extra aufwendiges soziales Projekt, das aus einem Sonderetat finanziert werden muss, sondern es passiert alles synchron gleichzeitig. Und das ist das Prinzip der Fülle. Und dies klingt jetzt sehr abstrakt, aber es ist tatsächlich, wenn man das strukturell durchdenkt oder sogar durchrechnet, ist dieses von dir geahnte Prinzip der Fülle durchaus realistisch. Da braucht man nur die Natur zu schauen, unser Körper oder alles, was... Es gibt Wissenschaftler, die haben festgestellt, dass der Mensch ab dem Moment, wo er mehr Geld wie 60.000 Euro hat, steigt der Stresspegel wieder. Das heißt, es gibt einen Wert X, wo maximales Wohlsein für alle Beteiligten ist. Und wenn ein Kollektiv, ein Cluster, der sich unter Gleichgesinnten bildet, ein solches Kollektiv zustande kriegt, wo das Wohlsein durch ein Miteinander entsteht, und ich einfach mit dem, was ich habe, per se zufrieden bin, weil ich gar nicht mehr der Beste und der Schönste und der Schnellste sein muss, dann entsteht ein interaktives Feld, in dem Fülle in der Begegnung, in der Seelenbegegnung, in der gegenseitigen geistigen Befruchtung, im Kunst miteinander machen, im Miteinander kochen, im Miteinander zusammensitzen, im Miteinander singen, im gegenseitig Kinder aufziehen, entsteht einfach von alleine Fülle nebenher und sie kostet keinen Sonderetat, der durch 24 demokratische Stufen durchgenehmigt werden muss, wo am Ende des Tages nichts Lebendiges mehr rausgekommen ist. Es passiert von alleine. Und ich bin überzeugt, dass das kommen wird. Ja, ja. Die Wirtschaftswissenschaft, die neue Wirtschaftswissenschaft, die die Natur funktioniert. Okay. Ja. Also es ist schön, hier jetzt in diesem Rahmen darüber zu diskutieren, weil ihr da echte Experten seid, das zu erahnen und sichtbar zu machen. Das ist ja auch eine schöne Plattform für mich, das ausdrücken zu können. Ja, weil es ist das erste Mal, dass ich das jetzt erahne, weil wir haben alles mögliche interviewt, neue Bankensysteme, neue Geldsysteme, Steffen auch hier, neue. Aber das war alles für mich... Ich habe den Kern nicht erfasst. Ne? Und jetzt verstehe ich das zum ersten, erahne ich das zum ersten Mal und bin begeistert. Und ich würde gerne auch weitermachen in kleine Themen, so mehr auf mögliche Änderungen in Kleinbetrieben, so wie GTV, so wie anderen. Und würde gerne, wenn ich jetzt mich wieder gesammelt habe, und ich gerne vielleicht dann in andere Bereiche gehen, wo für mein Gefühl durch das Mitteilen deiner Erfahrungen Resonanz bekommen kannst, vielleicht, und vielleicht Neues erkennen oder Neues einfach auch zusammenbringen. Das ist mein Verdacht, aber das ist, wo ich jetzt ein bisschen am Wirken bin, und innere Konferenz organisiert sich jetzt ein bisschen alles. Ne? Das heißt, sehe ich einfach neue Möglichkeiten und erahne etwas, und aber erstmal danke, ich bleibe staunend und freue mich
ich möchte mehr und freue mich auf Erkenntnisse, die sich dann im System noch mehr erweitern, durchsetzen und damit diese, was du gesehen hast, Dankbarkeit für dich wirklich schon ein bisschen für mich sprühen kann. Für mich hat es sich schon manifestiert, dein Projekt. Also ich sehe das nicht, dass das jetzt sich in 2 Jahren, ich sehe das schon manifestiert und ich fühle das schon. Das wird gesagt. Klingt gut. Ja, genau, das kann ich dir als Resonanz sagen und deswegen sehe ich einfach auch eine Möglichkeit. Dankeschön. Gerne, sehr gerne. Ist für dich noch was wichtig, was du gern so, was dir noch brennt? Es gibt natürlich wahnsinnig viel zu sagen, aber die Gefahr, dass man jetzt quasi nochmal ein neues Fass aufmacht, ist sehr groß. Ich würde nur gerne nochmal sozusagen einen kleinen Schwenk auf die religiöse Dimension machen, weil wir dieses Ein-Gott-System ja mit der mentalen Struktur entwickelt haben in den letzten 4000 Jahren. Und das, ich möchte eine Speerspitze treffen, brechen für all diese vielen Frauen, vor allem die sich für die Rückkehr dieses femininen Prinzips auch auf der religiösen Ebene stark machen. Weil wir brauchen in unseren Mythologien und in unserer Religiosität, die ja nicht bloß ein Trip ist, sondern einfach ein zutiefstes Zugehörigkeitswesenhaftigkeit, die in uns ist, brauchen wir das feminine Prinzip, weil sonst unser Mental einfach gezwungen ist, auf dieser monolinearen Gottesschiene zu bleiben. Und das kann das Leben und die Lebendigkeit an sich niemals umfassend erfassen. Und die Rückkehr der Göttin oder des Verständnisses der Göttin oder die Maria Magdalena-Diskussionen oder wer ist Maria eigentlich wirklich, all diese Diskussionen öffnen unseren Religiositätsraum und unsere Spiritualität in einen Raum hinein, den wir zwingend brauchen, damit unser so hochentwickelter Verstand eine Grundmatrix hat, wo er wieder kompetent funktionieren kann. Mhm. Wenn wir nur auf dieser linearen Schiene, kausalen Schiene weiterarbeiten mit diesem Mental, geht es hundertprozentig den Bach runter. Mhm. Das ist ja überall sichtbar. Deswegen nochmal meinen Dank an all die göttlichen Wesen, die sich darum bemühen, dieses feminine Prinzip und den Göttinnenanteil zurückzubringen in unser zivilisiertes und kultiviertes Bewusstsein. Mhm. Alles gut. Dankeschön. Gerne, danke. Ja, 21 Uhr geht weiter. Ja, ich sehe schon eine Reihe.